Eimer, wo habe ich denn die Eimer hin? Da habe ich die Eimer. So, eins, dann nehmen wir einfach mal alle vier mit. Zwei, drei und vier. Und es wird automatisch gespeichert. Wer ist Notch? Ja, das ist der Entwickler von Minecraft. So, dann gehen wir jetzt erstmal schnell gucken, wie wir das denn mit dem Teich machen. Ach, schau mal an, da haben wir hier eine kleine Lagune auch noch, das ist ja perfekt. Den müssten wir eigentlich ein bisschen ausheben. Und da würde ich ja eigentlich ganz gerne so Sandstein drum machen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Dann die Rüstung lege ich mal an. Die sieht extrem scheiße aus, die Rüstung, aber... So, jetzt ist die Frage, wie groß mache ich den Teich? Ich würde sagen, das machen wir weg. Und das und das und das. Mache ich den eckig oder... Jetzt natürlich. Moment, ich probiere mal was. So, dann haben wir das so und dann geht's. So. Dann können wir den ja. Erde. Die muss ich mir auch noch schnell. So, dann kommt hier wieder Erde hin. Und dann Schaufel, kommt das und das weg. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das aussieht. Wieso sind jetzt hier zwei? Du blödes Schaf, schubs mich nicht. So. Dann lassen wir den Teich einfach mal so auslaufen. Wie breit ist denn das jetzt hier? Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, das muss dann von hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist wahrscheinlich ein Riesending. So. Das bedeutet, hier muss weg. Da, da. Und hier muss weg. Und da. Da ist die Schaufel kaputt, aber wir haben ja noch eine dabei. Zum Glück. Ich weiß nicht, wird das zu riesig? Ach du blöde Kuh! Das reicht's mir! Komm her! Ich weiß nicht, das wird extrem riesig, glaube ich. Naja, ich mache das jetzt erstmal fertig. So, hier war das. Und da und da und da und da. So, jetzt ist dann nur die Frage, wie tief? Ich muss mal kurz räuspern. Moment. So, da bin ich wieder. Das hier müssen wir natürlich dann künstlich irgendwie. Moment, ich probiere das mal.
künstlich zumachen. Weil sonst ist das irgendwie ein bisschen doof. Nein! Verdammt! Ich entschuldige mich, falls ich vorhin vergessen haben sollte, das Mikrofon auszuschalten, wo ich mich geräuspert habe. Kann man das so lassen? Also es ist schon übertrieben groß. Aber es ist zumindest symmetrisch. So, und dann würde ich das gerne so absteigend machen. Das heißt so. Nein, da muss wieder einer hin. Der bleibt auch, der kommt weg. Der bleibt. Der kommt weg. Und der kommt weg. So, hier passt das soweit. Der kommt aber noch weg. Und dafür kommt hier wieder einer rein. Und ich gehe mal schnell schlafen, bevor die Monster kommen. Und einen Weg müssen wir uns dann auch irgendwann noch machen. Ich überlege, ob ich den Boden irgendwie noch ändern werde, aber... Na, jetzt gehen wir erstmal schnell pennen. So, und weiter geht's. Zur frühen Stunde... Gehen wir gleich wieder raus zu unserem kleinen Teich. Schwein! So. Da kommt was. Jetzt mache ich es. Macht besser das hier erstmal mal schnell aus, bevor das wird sowieso wahrscheinlich wieder ausgehoben, aber. So, da kommt hin. Der bleibt, aber der kommt weg. Der kommt weg und der kommt weg. Und da kommt einer rein. So, das heißt, wir brauchen viel Wasser. So, da hätten wir schon mal die erste Etage. Und dann geht's hier weiter. Ich weiß allerdings noch nicht, wie tief ich das machen werde. Spitzhacke haben wir zum Glück dabei. Das Schwert tue ich mal dahin, läuft die Axt weg. So. Das sieht ja eigentlich schon relativ schön aus. Tiefer geht's, glaube ich, auch nicht. Das wäre höchstens dann hier. Das wäre dann die tiefste Stelle. Und wir brauchen dann auf jeden Fall Sand. Das muss ich dann von unten her anfangen aufzubauen. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal ein paar Sachen weg. Halt, da gehe ich mal lieber in den Schuppen. In den Schuppen. Wieso ist hier Sand? Komisch. Nun ja. Jetzt, komm. So, was haben wir hier drin? Da haben wir Spitzhacken. Hier haben wir das Fleisch. Das tun wir mal hier so rein. Haben wir hier schon was drin? Nein. Gut, dann tun wir mal hier die ganzen Eimer rein. Und was haben wir hier? Auch noch nichts. Da kommen die Cobblestones. Schilder müssen wir uns auch noch irgendwann machen. Die Erde nehme ich mal mit. So, und dann müssen wir uns auf jeden Fall noch Schaufeln machen. Werkzeugkiste. Axt brauchen wir im Moment nicht. Genauso wenig die Spitzhacken.
die Stöcke behalten wir und das Holz behalten wir auch. Das Schwert nehme ich auch mit. So. Schaufeln. Wir gehen und machen uns Schaufeln und dann müssen wir, glaube ich, diese Sandmine wieder finden, die wir uns erstellt haben. Habe ich Eisen? Hier ist kein Eisen. Habe ich hier Eisen? Wieso habe ich kein Eisen? Ach doch, Eisenbahren. So, Eisenbahren und dann machen wir uns mal schnell ein paar Eisenschaufeln. 1, 2, 3, 4, 5. Das Resteisen tun wir wieder rein. Nein! So, die Erde lasse ich da. So, egal jetzt. So. Dann gehen wir jetzt zu unserer Sandmine und sammeln uns ein bisschen Sand. Das hier muss ich auch nochmal alles zumachen. Mensch, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Naja, es ist ja alles noch Staffel 1. Und ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Sand. Das ist bestimmt extrem weit weg. Schnee brauchen wir nicht. Das brauchen wir vielleicht später. Mensch, wo war denn hier der Sand? Ich finde den Sand nicht mehr. Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. Nein, ich wollte sie nicht wegwerfen. Mensch, wo ist denn jetzt hier Sand? Eis. Schön. Brauche ich nicht. Was ist da unten? Nee. Hier war doch irgendwo eine Sandmine. Da täusche ich mich da jetzt. Irgendwo ging es doch hier zu Sand. Ich hoffe, ich finde überhaupt wieder zurück. Da hinten ist zwar Sand, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Aber ich nehme es auf jeden Fall erstmal mit. Shit. So, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit hier. Da brauchen wir nämlich reichlich. Weil für Sandstein brauchen wir ja 4 Sandblöcke. Und die aufzutreiben wird natürlich... Ich weiß gar nicht, wie viel Sand wir da brauchen insgesamt. Scheiße, komm raus! Erde. Nehme ich mal anstatt dem Schwert. So. Schaufel. Ach, das ist jetzt doof, dass ich mich hier nur am Rand lang schaufeln kann, aber... Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Immerhin kriegen wir so ein bisschen Sand.